Guter Ball nach draußen. Cristiano Ronaldo. War das eng. Dybala. Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. Gueye. Marquinhos jetzt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Angel Di Maria. Mauri Kahn. Oh, das könnte was werden. Und da ist das Tor. Sie haben ausgeglichen. Jetzt wollen Sie es wirklich wissen. Und Sie geben noch einmal alles. Wenn wir hier heute gewinnen, das wissen Sie, dann ist das der vorzeitige Aufstieg. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Nun Khedira. Nun Cuadrado. Und nun Matuidi. Dybala. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Er spielt den Pass auf den Flügel. Oh, unaufhaltsam. Dybala. Flanke kommt von Dybala. Jetzt ist Platz für den Konter. Jetzt Neymar am Ball. Jetzt Meunier. Icardi. Der Pass von Icardi. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Ballverlust. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Schöne Aktion. Mbappé. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Ecke Di Maria. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Er versucht's. Wirklich eng. Guter Schuss. Jetzt Pjanic. Nun Ronaldo. Bisschen zu weit dieser Ball. Da hat der Torwart gar kein Problem. Ballverlust PSG. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele offen. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. An den Ball kommt niemand ran. Schade. Matuidi mit dem Ball jetzt. Higuain, war das knapp. PSG verliert den Ball. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Khedira am Ball. Higuain. Kommt jetzt die Flanke rein? Da können sie erstmal klären. Berratti am Ball. Di Maria gefährlich. Mbappé. Di Maria. Ferrati, klasse Aktion. Gehalten von Jesse, weiter gefährlich. Idrissa Gueye. Nun Cuadrado. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich? Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Dybala. Unaufhaltsam, Dybala. Schön, wie er da vorbeigeht. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Misslungener Pass. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1. Und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden.
Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Da wäre Platz für den Konter. Ball bei Neymar. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Die Baller. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Meunier. Mbappé. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Da verlieren sie den Ball. Und Ball abgefangen von Khedira. Abgefangen, gut gemacht. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ronaldo. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Marquinhos. PSG verliert den Ball. Higuain. Schwach von Thiago Silva. Güey. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Und das ist der Ballverlust. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Dybala. Ballverlust. Mbappé. Neymar. Neymar, klasse gemacht. Klasse! Brillant gemacht! Sie liegen jetzt vorne und wenn es dabei bleibt, dann ist das der vorzeitige Aufstieg. Aber der Vorsprung mit einem Tor natürlich auch denkbar knapp. Die Nummer ist noch nicht durch. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Jetzt also Vorteil PSG, sie liegen hier vorne. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Higuain. Cristiano Ronaldo. Da muss er hin und holt sich den Ball. Jetzt Meunier. Und damit sind sie am Ball. Cristiano Ronaldo, was macht er draus? Und die Flanke. Ronaldo! Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley, tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Ballverlust PSG. Das könnte was werden jetzt. Vielleicht der Ausgleich. Dybala, klasse Zuspiel. Gehalten von Navas, noch gefährlich. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Und Alexandro. Kommt jetzt die Flanke? Die Flanke bleibt hängen. PSG verliert den Ball. Das muss es sein. Elfmeter, ganz klar. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Er verwandelt Cristiano Ronaldo vom Punkt. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen. Überzeugend verwandelt. Da behält er die Nerven, Ronaldo, und nutzt diese Chance.
Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Da gibt der Vorteil nach Foul an Neymar. Zieht nach innen. Mauro Icardi. Mbappé! Tor durch Mbappé! Wunderbar! Er gehört halt wirklich zu den Besten und das zeigt er gerade auch in diesen Spielsituationen. Und genauso muss man auf einen Gegentreffer antworten. Perfekte Reaktion. Sie haben sich kurz geschüttelt und dann selbst wieder die Initiative ergriffen. Jetzt also Paris Saint-Germain in Führung. Und jetzt stellt hier die Heimmannschaft auf Pressing um. Sie sortieren sich neu und erhöhen damit den Druck. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Tja, Abwehr ist wieder da. Das war Ferrati. Klasse Aktion. Mbappé. Mbappé. Der Ball ist drin. Und so langsam kann man ihn wirklich zum vorzeitigen Aufstieg gratulieren. Sieht in der Tat richtig gut aus mit der Leistung heute, aber auch absolut verdient. Keine große Überraschung, dass der Torhüter heute nochmal hinter sich greifen muss. Er ist heute sehr unsicher, aber an ihm alleine kann es eigentlich auch nicht liegen. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Der Pass von Icardi. Kylian Mbappé-Lotin. Die Riesenchance. Gute Parade. PSG mit der Ecke. Di Maria bringt den Ball rein. Bonucci klärt nach dieser Ecke. Und jetzt Marquinhos. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Und Pjanic. Und nun Ronaldo. PSG verliert den Ball. Bisschen zu weit dieser Ball. Und nun Ronaldo. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Nicht mehr lange zu spielen und so langsam können sie sich auf den Aufstieg einstellen. Ferrati, klasse Aktion. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Jetzt müssen sie aufpassen. Khedira. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Neymar. Den Zweikampf führt er sehr gut. Juan Cuadrado. Und nun ein Schuss. Ganz stark abgeblockt. Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff.